Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem Vortrag im Internet gefunden werden mit Hilfe von Wissenslandschaften und künstlicher Intelligenz. Hört sich erstmal komplett hochgebracht an und so soll es aber gar nicht werden. Wer hat es erfunden? Das war der Tim Berners-Lee, das ist meiner Meinung nach der Vater des Internets. Der hat das 1992 am CERN entwickelt. Und das erste Projekt dazu 1989, das war die Idee, ich habe viele, viele Informationen und diese vielen, vielen Informationen möchte ich meinen Projektmitarbeitern zugänglich machen. Das war die Idee. Da hat er gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig, wenn wir das alles mit einem Ordner machen, sondern wir schaffen im Grunde genommen den sogenannten Hypertext. Und das ist eigentlich nichts anderes als, ich habe mal hier ein Buch mitgenommen, wenn Sie ein Buch haben und ein Inhaltsverzeichnis zu diesem Buch und Sie können auf dieses Inhaltsverzeichnis klicken und Sie springen ein Stück weiter nach hinten. Das hat sich dann wirklich auch bis heute nicht geändert im Internet. Also wenn wir jetzt an Web 2.0 denken, das gab es eigentlich damals schon, weil irgendjemand hat im Internet Inhalte erstellt und man kann sie anklicken. So viel zum Thema Marketing, was wir für Begriff machen. Was ich spannend finde, ist, dass dieser Zeit rund 100 Milliarden Internetseiten entstanden sind. Auch eine ziemlich große Zahl. Wir sehen aber nicht alle 100 Milliarden Internetseiten, sondern nur einen Bruchteil davon. 60% der Deutschen nutzen, 20% der Weltbevölkerung. Wir haben zum Beispiel im asiatischen Raum Wachstumszahlen bis zu 900% pro Jahr. Das heißt, das globale Netz wird immer dichter, immer mehr Inhalte werden zu vielen, vielen verschiedenen Themen dort eingestellt. Ich muss hier nochmal zurückspringen. Ich glaube, uns haut uns die Zeit ein bisschen ab. Ich möchte es dann vielleicht nachher nochmal, können wir gerne im Dialog dann machen. Okay, was ist für mich wichtig, wenn Sie eine Internetseite planen? Ist für Sie selbst auch einfach mal zu kommen. Es gibt fünf wesentliche Punkte. Das eine, und das ist mir am allerwichtigsten, das ist der Inhalt. Was Sie alles machen, ist rundherum, ist nicht so wichtig. Dramatisch wichtig ist, ich muss mich damit auseinandersetzen, was sind meine Kunden, was für Fragezeichen entstehen da im Kopf. Mein guter Freund, der Paul Meister, sagt immer, wenn du das nicht weißt, dann fragst du das halt. Ganz einfach. Wenn ich mit meinem Kunden in Dialog trete, werde ich erfahren, was die so interessiert. Und das verarbeite ich dann auf meiner Seite. Das ist der Inhalt. Die Technologie ist interessant und wichtig, aber es ist nur Trägermedium. Wenn Sie heute zu einer Agentur gehen und die macht Ihnen eine Internetseite und ist nicht Suchmaschinen optimiert, dann werfen Sie sie raus. Sofort. Das ist ungefähr so, als wenn ich zum TÜV gehe, den Auto kaufe und jemand sagt, ja, also Ihr Auto ist TÜV-sicher. Ja, hallo, das ist normal. Was würde es bedeuten, wenn die Seite nicht Suchmaschinen optimiert ist? Google absichtlich aus? Nein, das kann es nicht sein. Das sind, wie gesagt, suchen Sie es im Internet, bei Wikipedia ist einfache technische Richtlinien. Das hat jetzt nichts mit dem Inhalt und mit dem Text zu tun. Es gibt spezielle Arten zu Texten für Suchmaschinen und so weiter und so fort. Davon würde ich eigentlich abwarten mittlerweile, weil Sie es durch eine breite Sprache eigentlich auch ganz gut hinbekommen, ohne dass Sie es Screen Design ist auch eine wichtige Geschichte. Für mich gibt es zwei Extrempunkte. Es ist einmal eine Agentur, die sehr grafiklastig ist und einmal eine Agentur, die sehr technologielastig ist. Die einen werden Ihnen ganz viel Technik verkaufen, das eine oder andere Schnörkel, und die anderen werden Ihnen ganz viele bunte Bilder verkaufen wollen. Was wichtig ist, ist, beide Seiten müssen zufrieden sein. Der Inhalt muss passen und es muss gut aussehen und es muss funktionieren. Und das fasst sich bei mir eigentlich im Bereich Usability zusammen. Das muss für den Nutzer akzeptabel sein und benutzbar. Wenn diese vier Punkte erfüllt sind, sind wir schon mal ganz weit. Der letzte Punkt ist die Präsenz. Das ist der Punkt hier. Vernetzen Sie sich ordentlich mit den Menschen oder mit anderen Branchen, mit anderen Unternehmen, die für Sie bzw. für Ihre Kunden werthaltig sind. Wenn Sie ein Handwerker sind, macht es Sinn, sich mit einem Maler zu vernetzen, mit einem Fliesenleger, mit einem Restaurator, mit einem Fassadenstreicher, keine Ahnung. Es macht keinen Sinn, für einen Maler sich zu vernetzen mit einer Internetunternehmung. Für
würde nicht passen. Das würde Google sagen, okay, wo ist der Link? Wenn sie es nicht erklären können, dann ja. Aber das müssten sie den halt nicht lassen. Wie ist es mit den Crosslinks? Also wenn ich jetzt jemanden anbiete zu sagen, das ist ein spannendes Thema, das ist auch dein Thema, ich denke auf dich, du liegst auf mich. Wird es gezählt oder nicht gezählt? Weil du gesagt hast, es wird gezählt. Na klar, das wird ja nachgelaufen. Die können sie auch die. Das ist ja sinnvoll für Google. Also wenn der eine Wert halt, immer unter der Maßgabe, wenn der eine Wert halt diese Informationen zur Verfügung stellt und der andere Wert halt diese Informationen zur Verfügung stellt und Nutzer, die von dir darüber oder andersrum kommen, dann macht das immer Sinn. Wenn sie das nur der Verlinkerei wegen tun und selber schon das Gefühl dabei haben, glauben sie mir, dieses Unternehmen und die Spezialisten, die dort arbeiten, sind wahrscheinlich schon auf dieselben Linie. Also es funktioniert nicht zu tricksen. Und ich glaube auch keiner Agentur, die sagt, ja, wir haben hier ganz besonders tollen Strich. Das kann nicht sein. Weil wenn das der Fall ist und die haben den ultimativen Trick, dann würdest du sie entweder kaufen oder dich machen. Weil damit nur sein Gott ist im Grunde genommen nichts anderes als Schlagwörter, die wir vorher definieren, ähnlich wie sie es selbst machen können. Das ist jetzt nochmal der Prozess. Wir gehen gerne wegen Überlegungs- und Schlüsselbegriffe. Was ist mir wichtig? Wo möchte ich gefunden werden? Dazu nutze ich Google und dazu nutze ich auch Wikipedia. Oder den Wortschatz der Uni Leipzig zum Beispiel. Dann gucke ich in die Unternehmen und sage, was gibt es denn für relevante Wissensdokumente? Und das kann gut sein, das kann Beschreibungen sein, das kann White Paper sein, das kann alles Mögliche sein. Was sie an Informationen finden, was sich um ihr Thema dreht. Das kann ein Buch sein, an dem sie die Rechte haben, das sie veröffentlichen dürfen. Oder mit jemandem kooperieren. Dann nehmen wir diese Dokumente und veröffentlichen sie, vernetzen sie im Grunde genommen bis die KI. Würde jetzt, wenn wir dieses Buch nehmen, sagen, hey, ich habe 4, 5 Begrifflichkeiten und jetzt gehe dort rein, zerlege, normalerweise schmeiße ich es auch dabei von Konfettis, aber das lasse ich jetzt heute. Ja, und so reißt das Buch im Grunde genommen in 1000 Stücke und setzt dann Verbindungen in dieses Buch. Ja, dann sage ich, ich habe meine Meinung. So kann man es machen. Ja, also man kann jetzt im Grunde genommen sagen, ich lege mit Hilfe der KI, schnüre in dieses Buch hinein, lege das fest sozusagen und verbinde das damit und sage, okay, Google, lauf da nach, lauf da rein und da findest du den Inhalt. Und das können Sie aber selber auch machen, wenn Sie die Basis gelegt haben und die Wissenslandschaft strukturiert haben, so wie wir es hier sehen können. Kernbotschaft entwickeln, Schlüsselbegriffe festlegen, Kompetenzdokumente auf die Webseite packen. Damit.